Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Ja, in der letzten Folge haben wir hier erstmal eine kleine Pause gemacht, weil ich wollte die Folgen nicht zu lange machen. Und ich denke irgendwie, dass hier wohl ein Rätsel nach dem anderen kommt. Und ja, da müssen wir da mal schauen. Wir wollten ja jetzt erstmal hier oben gucken, ob wir da eventuell doch noch auf die andere Seite kommen. Weil da oben ja die Sache mit der Kette ist. Aber ich weiß auch nicht, was das hier mit diesem Block auf sich hat, aber da kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Was ist denn, den Teil haben wir jetzt alles schon komplett durch. Was ist denn, wenn wir nochmal komplett zurücklaufen? Ein Moment. Das ist aber. Ich meine, wir sind doch von hier oben gekommen, oder? Jetzt muss ich mal eben schauen. Lagerfeuer im Wald, ja. Nein, bin ich da. Ich bin da jetzt nicht ernsthaft die ganze Zeit da. Oh. Warum habe ich das nicht gesehen? Oder kommen wir da. Nee, das ist auch Lagerfeuer im Wald. Die bewegen sich auch. Aber den kennen wir nicht, oder? The traveler spoke. You ever had roast frog, friend? Oh, der hat aber was mit dem Frosch zu tun. I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Okay. Ach, wir sind jetzt da, wo ich am Anfang gesagt habe, hier liegt einer. Wo ich gesagt habe, dass ich das wahrscheinlich bin. Okay, also Memo an mich, das bin nicht ich. Ich wusste ja auch nicht, wie viele von diesen kleinen süßen Tierchen hier im Wald herumlaufen und um uns trauern. Und da hinten sind auch schon vier Leute. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Mehr sagst du uns nicht? The stranger looked at Ember with Ja, ich habe surprise. schon verstanden, man darf Someone came back for me. eigentlich Thank nicht you. doppelt. Kann ich hier irgendwas machen? Da komme ich nicht runter. Da komme ich auch nicht weiter. Ja, jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Problem. Wir sprechen am besten nochmal den Frosch an. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Nein, Its ach eyes were. Was this the ja. frog that the fish Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's Ja, sehr belly? gut. Bist du da hoch? Okay, also da kann man. Hier kann man auch nichts machen. Also er hat gesagt, ich soll eigentlich einen Fisch fangen, glaube ich, hat er gesagt in der letzten Folge. Das Problem ist, wenn ich das jetzt nur zur Hälfte mache, das bringt uns ja nichts. Nein. Okay. Ja, okay. Wenn ich das mache, dann lässt er auch direkt los. Okay. Aber die bringen uns jetzt im Endeffekt alle nichts, ne? Wir können wahrscheinlich auch nicht am Anfang jetzt hier irgendwie weitermachen. Oder können wir hier vielleicht? Können wir auch nicht weiter? Hallo, ihr Lieben. The stranger said, "Take care of those you care about the most." Ja. Da ist noch nichts Neues. The door was sealed shut. Kann man auch nichts machen. Hier unten kann man auch nichts machen. Puh. Lagerfeuer. Oh. The ghost said, "Speak and I will listen."
Okay. Hilf mir. Ja, genau. Take the path east of here. Gaze into the pond. The frog knows of a lost forlorn. Und blicke zum Teil. Ja, das haben wir ja schon alles gemacht. Weiß von einem verlorenen Forlorn. Ja, aber das haben wir doch schon alles gemacht. Und der Frosch kann nicht weitermachen. Oder kann er vielleicht jetzt weitermachen, nachdem ich da drauf geklickt habe? Aber das wäre dann irgendwie komisch. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Ja, meine ich doch. Also, solange der Hunger hat, funktioniert das nicht. Das Problem ist nur... Ach so. Oder kann ich... Ich könnte den Frosch... Muss ich den Frosch vielleicht doch zum Alten bringen oder so? Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, aber warum kann man den nochmal aufheben? Das ist halt das Komische daran. Ich werde wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen, bis ich die erste Aufgabe gelöst habe. Guck mal hier. Nicht auf Wiedersehen. If you need help catching anything, you just ask. Ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche eine Angel, ich brauche Fisch oder irgendwas. Da kann man auch nichts mehr machen. Möchtest du das vielleicht haben? Den habe ich, glaube ich, hier geholt, oder? Ich bin mir nicht... Ja doch, ich glaube, ich habe den hier geholt. Was ist denn, wenn wir den... weglassen? Geh doch mal weg da. Wenn wir den weglassen und da nochmal reingehen, dann sind nur die Kleinen da. Aber sonst... Oh, ich dachte gerade schon. Aber sonst kann man nichts machen. Ich meine, klar, der eine ist natürlich schon weg. Ich würde gerne hier so ein Viech fangen. The traveler said, "Friend, you need go see the builder in the caves. Jetzt tell them I'm sorry, I never came back." Ja schon. Der konnte mir auch nicht helfen. Ich schaue hier oben nochmal nach, ob es da vielleicht noch irgendwas gibt, einen neuen Pfad oder so. Aber sieht auch nicht danach aus. Da kommen wir auch nicht weiter. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch gerade erst die Folge angefangen. Hier kann man auch nichts machen, wenn man da so steht. Es muss doch irgendetwas geben, was ich dem Frosch zu fressen geben kann. Mich jetzt erschrocken. Irgendwas. Können die mir vorne vielleicht helfen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Die sind einfach nur froh, dass ich die gerettet habe und das war es dann wahrscheinlich. Du hast doch Essen. Kannst du mir das Essen nicht für den Frosch geben? The stranger said thoughtfully, I felt so alone. I was so lost. Nee, die denken alle immer nur an sich selber. Da kriegst du nichts zu essen und nichts. Schrecklich. Hier unten geht's noch runter. Kamen wir von da? Das ist jetzt die Frage. Wir kamen... Kamen wir von hier oder kamen wir von links? Moment. Nee, wir kamen von hier, glaube ich, ne? Wir sind doch hier... Das heißt, wir könnten theoretisch da links noch runter... Praktisch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben. Könnte jetzt sein, dass wir hier unten schon waren, aber ich glaube nicht. Nee, hier ist noch eine Höhle. Oder auch nicht. Das ist nur ein Durchgang. Huch, da läuft einer weg. Aber hier waren wir definitiv nicht. The old gate was locked. Okay. Ich habe keinen Schlüssel, wenn du das meinst.
The crow held its shining trophy tight. Ja, da können wir vielleicht... Die hat den Schlüssel, oder was? Was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Leute, ich spiele mit dem Controller. Hallo? Ich kann hier keine einzige Taste benutzen. Hä? Jetzt habe ich irgendwie zwei oder drei Tasten gleichzeitig gedrückt und weiß überhaupt nicht, was ich gerade gedrückt habe. Im Wasser. Na toll. Wo war das jetzt? Was ist denn das hier? The cave entrance was overgrown with dry brambles. Haben wir keine Heckenschere oder sowas? Gut, dann... Da hinten ist das gewesen, genau. Erstmal gucken, ob wir hier unten noch weiterlaufen können. Kann ja sein, dass dann noch wieder, genau. Noch ein... Key was nestled between the reeds. Ja, und wir haben keine Angel. Sarah, und wir haben keine Angel. Brauchst du gar nicht erst reinzugucken. Hallo Vögelchen, kannst du mir vielleicht helfen? Scheinbar auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten das eine Rätsel lösen. Haben wir schon wieder ein neues Rätsel hier, was wir gar nicht machen können. Kommen wir da hoch? Auch nicht. Das ist Feuer. Hilft uns Feuer im Wasser? Vermutlich eher nicht. Drücke A, um Gegenstände fallen zu lassen. Warum haben wir jetzt hier Feuer bekommen? The stranger whispered. Ever feel like you are being watched? I have never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Ja, dann macht er den weg. Schade. Hä? Ach so. Ey! Geht's noch? Ein Wurm! Ein Wurm! Nein! Böser Wurm! Okay, ich glaube, ich muss die Dinger da draufstellen. Moment. So. Kommst du da hin? Ja, du kommst dahin. War mir klar. Okay. Dann machen wir es so, wie ich es mir schon gedacht hatte. Zack. Schnapp ich dich. Ja. The worm looked helpless, with no way to escape. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Mein Schrei war irgendwie schöner. Okay, wir haben einen Wurm. Das ist schon mal klasse. Mit dem Wurm könnten wir theoretisch angeln. Wenn wir eine Angel hätten, heißt das. Aber gut, wir haben schon mal einen Teil. Immerhin. Wir haben auch eine Abkürzung gefunden. Sehr schön. Mal schauen, was können wir hier mitmachen? Inside was a scrap of journal. Klong. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. Das hilft uns jetzt nicht wirklich. Aber okay. Ist denn da unten noch irgendwas, was wir machen müssen? Sieht nicht so aus, ne? Ich sehe zumindest jetzt auf Anhieb nichts. Wir auch oben rum eben wieder zurückgehen. So, aber was hat das mit dem Feuer jetzt auf sich? Können wir hier irgendwo hoch? Können wir das Feuer... Sollen wir das irgendwie mitnehmen? Zu dem großen Feuer von dem Camp da? Also dieses... Ah, oder... Ah! Ja, cool. Da geht's dann nochmal hoch. Da haben wir doch noch so andere Stellen gehabt.
The Wanderer's Diary. Unfamiliar trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I call out, but mine is the only voice. Ja, das hilft uns natürlich nichts, aber war mir klar, wenn das nur ein Tagebucheintrag ist. So, da kommen wir jetzt wieder zurück. Die Frage ist, lassen wir die Fackel fallen, wenn wir zurückgehen? Weil da oben, oder war da oben auch was mit Gestalten? Moment. Mal eben gucken, das sah so ein bisschen so aus. Ach doch, hier rechts war, ja, klar. Das habe ich total vergessen. Können wir das damit auch machen irgendwie? Hm. Hallo? Okay, da oben links ist irgendwie ein Schatz oder sowas. Oh, was jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin beim... Okay. Ich war beim Lagerfeuer. Vermutlich stand das auch oben drauf, aber ich habe es nicht gelesen. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber da kann ich rum. Okay. Hallo, kleiner Fohlen. Stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep? Ja. Können wir hier unten jetzt doch noch was machen? The broken net hung ominously around the skeleton's neck. Ach! Aber es das ist aber zerrissen. Kann man das irgendwie hier mit dem Zeug hier? Mit den Spinnenweben ganz machen. Hier geht's nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne was sehen. Der hat das schon fallen gelassen. Das heißt, der hat quasi seine Aufgabe getan. Ja, gucken wir mal, ob wir da hinten noch was hatten, was wir mit dem Feuer hier eventuell beseitigen können. Also, beziehungsweise, ob wir das überhaupt mitnehmen können. Ich weiß, ganz rechts war irgendwas, da waren auch so Ranken, meine ich. Okay, hier können wir es auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Okay. Ja, hier unten war nichts, ne? Da waren nur diese Stückchen. Dann schauen wir mal. Ich weiß, dass irgendwo rechts eine... Ach, jetzt lauft. Ich weiß, dass irgendwo hier rechts eine Stelle gewesen ist, Richtung Frosch, beziehungsweise in dem Teil danach, glaube ich, irgendwo. Ach, jetzt kann ich da nicht... Ah, nee, ne? Und hier unten? Da war aber nichts mit Ranken. Nee, da war nichts mit Ranken. Hm? Aber kann ich sowieso nichts machen, weil da müsste ich da hochklettern. Okay. Was ist denn jetzt, wenn wir dem Typen jetzt den Köder quasi, also den Wurm geben? Vielleicht müssen wir ja selber nichts fangen, sondern er muss was fangen. The fisherman noticed the broken net Ember was carrying. Let me have a look. See what I can do. With a silk thread, the fisherman carefully knotted it together. With each knot he tied, a net began to form. Here you go. Good as new. Okay. Dankeschön, lieber Fischer.
Ich denke, dass wir damit jetzt einen Frosch fangen. Aber frisst der Frosch Frösche? Frisst der Frosch Frösche? Sag das mal 20 Mal ganz schnell hintereinander. Moment, wie war das jetzt? Linke Maustaste? Aber dann habe ich es nicht drin. Wenn ich das bestätige, habe ich das nicht drin. Oder liegt das daran, dass ich nicht mit... Und damit gehe ich zurück. Ich kann auch nicht einfach schnell genug drücken und das dann benutzen oder so. Nee, ich habe jetzt alle Tasten probiert. Aber das funktioniert definitiv nicht. Wird uns jetzt hier, wird auch nichts angezeigt, dass hier irgendwelche Fische sind, die wir angeln können oder so. Können wir ihn vielleicht nochmal um Hilfe bitten? Ich weiß nicht. Nee, können wir auch nicht. If you need help catching anything, you just ask. Ja, ich brauche Hilfe, aber... Oder muss man... Moment. Soll ich eventuell den Wurm nehmen? Nee, das kann ich... Oder muss ich hier irgendwas gedrückt halten oder so? Das ist blöd, dass man die Steuerung nicht kennt. Gedrückt halten geht auch nicht. Was ist das andere hier denn? Wo bin ich gelandet? Ranken und Dornen setzen mir zu. Also wenn man da die Tasten... Auch wenn ich die Schultertasten gedrückt halte, das geht gar nicht. Das Problem ist halt, immer wenn ich es auswähle mit A ganz normal, dann habe ich es halt nicht in der Hand. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger aufnehmen. Aber wenn ich jetzt natürlich hier die ganze Zeit wie blöde versuche und nichts dabei rumkommt, ist das auch doof. Wie kann ich auch nichts... Ach, Moment! Da geht's runter, ne? Jetzt lauf. Können wir damit eventuell den Schlüssel rausholen? Den habe ich jetzt total vergessen. Ich bin so fixiert darauf gewesen, dass wir damit irgendwie Frösche fangen oder sowas, dass ich total vergessen habe, dass wir den... Jetzt geh doch da runter. Mann, dass wir den Schlüssel noch da rausfischen müssen. Fischen, wohl bemerkt. Ja. Nein? Ach nee, komm. Doch. Ja. Perfekt. Das habe ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich. Ich wollte die ganze Zeit, wollte ich hier irgendwie diesen blöden Frosch füttern. So. The old gate was locked. Ich weiß, aber wir haben Schlüssel. Amber placed the key in the lock and slowly began to turn it. Achso, nach links. Ja, ist eigentlich logisch, wenn es dann rechts geöffnet wird. So, da haben wir noch einen. Hallo! The stranger looked down. The ground feels good beneath my feet, friend. Ja, sehr schön. Wir haben noch einen gerettet. Du darfst auch gerne zum Lagerfeuer kommen, mein Lieber. Okay. Es bringt uns jetzt aber leider noch nicht weiter mit dem Frosch, aber zumindest haben wir schon mal irgendwas machen können. Dann werde ich jetzt noch einmal probieren.
ja, mit dem Fischer zu sprechen? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ach so, Moment. Ich muss mal eben was nachgucken. Man bekommt hier doch, wenn man da in der Nähe ist, glaube ich, war das immer. Genau. Einer fehlt noch. Einen müssen wir noch. Ja, das ist wahrscheinlich der oben, wo wir nicht drankommen, nehme ich mal an. Hallo? Ich weiß nicht, ob wir die aufwecken müssen oder ob das reicht, wenn wir mit denen reden, dass sie dann gezählt werden. Da oben der. Der ist, das ist wahrscheinlich derjenige, der uns jetzt tatsächlich noch fehlt. Wir haben einen Wurm, ein Netz, aber mit dem Netz können wir wahrscheinlich nicht versuchen, das Ding da oben, diese Ketten runterzuholen. Also da gehe ich mal nicht von aus. Aber probieren können wir es trotzdem mal eben. Ich denke mal, dass der Frosch das vielleicht irgendwie machen muss oder so. Keine Ahnung. Ja gut, ich spreche jetzt noch einmal kurz mit dem Angler. Oder mit dem Frosch vielleicht auch noch mal kurz. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Nein, Gegenstand zeigen. Gegenstand zeigen. Ach, können wir ihn direkt mit dem Wurm füttern? Oder mit uns ganz. Scheiße. This was not how Embo had imagined the end. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then. The fog returned Ember's good deed by leading them to a lost forlorn. Das ist der letzte. Hallo. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. Ah, oh, schön. Dann kommen wir noch mal. Frosch, können wir noch mal zurück? Hallo? Muss ich dir irgendwie. Nee, du hast den jetzt komplett gefressen. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oh. Ich hoffe nicht so. Musst du mich von der Seite vielleicht. Hallo? Lieber Frosch, lässt du mich hier wieder raus? Ich glaube nicht. Ja, wir sehen uns dann beim Campfire. Ich komme nur nicht mehr dahin. Ich werde dann wahrscheinlich jetzt selber hier in dieser Höhle enden. Ach, da geht eine Treppe hoch. Ah! Oh. Ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen, nicht so wie immer. Ember found the wanderer's diary. The oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. Okay. Gut, dass ich das vorher hochgemacht hatte. Da geht's raus, glaube ich. Und hier geht's anscheinend auch raus. Der Teich. Ah, hallo. The stranger spoke. You look hungry, friend. You bring any broth with you? Nee. There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. Okay. Der ist aber nicht hier, nehme ich mal an. Moment. Ah, jetzt haben wir auch die Abkürzung. Sehr schön. Dann gucken wir aber noch mal eben kurz, ob hier oben man da. Ach, da kann man gar nicht durch, oder? Konnte man nur so hochgehen. Ja, gut, dann. Nein. Och, ich wollte doch gucken, ob ich links noch rum kann. Lass mich doch mal kurz da rein. So, aber ich glaube, da war nichts, oder? Doch, da kann ich rum. Und ich sehe mich da nicht mehr. Na gut, dann gehe ich halt wieder zurück, wo ich mich wieder sehen kann. Okay, sehr gut. Dann haben wir zumindest schon mal eine Abkürzung hier noch gefunden.
Und ja, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hin müssen. Ich denke mal, dass wir jetzt erstmal zum Feuer zurück müssen. Und dann in ein neues Gebiet kommen wahrscheinlich. Weil wir haben doch jetzt alle befreit, ne? Wir haben alle befreit. Und nun gucken wir mal hier oben. The door was sealed shut. Und nun ist die Tür immer noch versiegelt. So. Was ist das hier mit dem... Ach so, nee, das ist nur dieser Punkt. Ich dachte, da muss ich einen anderen Punkt drücken oder so. Okay. Muss ich mit dem Lagerfeuer sprechen? The ghost said, "You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Little one, your journey ahead will not be easy. The path to leave this place is blocked." Das ist mir schon aufgefallen. "I will guide others to follow after you clear the way." Und wie mache ich das? There are others like me who can help. You will always be welcome here in the forest. Ja, das ist doch schön. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass jetzt hier gespeichert wurde, weil ich habe mal drauf geachtet. Ich habe nirgendwo ein Symbol gesehen. Aber bevor wir jetzt durch die Tür durchgehen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann, ja, sehen wir den nächsten Bereich in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.